Hier kommt die Geschichte vom Zuckerkasper. Der Kasper, der war kerngesund, nicht zu schmal und nicht zu rund. In jenen Tagen war Verzicht bei Süßem Kaspers Sache nicht. Über Zuckriges bekommt der Körper am schnellsten Energie. Süßigkeiten sind Kohlenhydrate. Und wenn die im Körper zerlegt werden, entsteht der Zuckerbaustein Glucose. Glucose ist der Energieträger, der in die Zellen muss. Dazu brauchen sie das Hormon Insulin. Es wirkt wie ein Schlüssel und öffnet die Zellen für den Zucker. So kann die lebenswichtige Glucose aufgenommen werden und Energie erzeugen. Der Körper passt seine Insulinproduktion immer an den aktuellen Blutzucker an. Der liegt im Normalfall bei Werten zwischen 180 und 80. Kasper schlemmt Tag ein, Tag aus und sucht sich Leckereien aus. Auf Zucker verzichtet er dabei nie, gibt der ihm doch viel Energie. Kohlenhydrate stecken nicht nur in Süßigkeiten und Haushaltszucker, sondern in vielen Lebensmitteln. Auch Mehl, Obst und Milch enthalten den Zuckerbaustein Glucose. Um sie freizusetzen, zerlegt der Körper die Kohlenhydrate. Das geht bei Haushaltszucker und Süßigkeiten sehr rasch. Und der Blutzucker steigt sehr schnell an. Sofort schüttet der Körper das Schlüsselhormon Insulin aus. Der Blutzucker fällt rapide. Ein schnell sinkender Blutzucker allerdings verursacht vor allem eines: Hunger. Hungern fällt dem Kasper schwer, denn er isst gerne auch mal mehr. Süßes nascht er jeden Tag. Vor allem bei Schokolade wird er schwach. Und Kaspers großen Appetit man dann auch bald von außen sieht. Wer Übergewicht hat, läuft Gefahr, zuckerkrank zu werden. Diabetes mellitus Typ 2. Dabei geht es nicht nur um den Speck, den man von außen sieht. Der ist nur ein Hinweis auf Fett, das viel gefährlicher und nicht so offensichtlich ist. Das Bauchfett, das sich in und um die Organe bildet. Dieses sogenannte viszerale Fett schüttet nämlich Botenstoffe aus. Die steigern den Appetit und sorgen dafür, dass die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ausschüttet. Das Problem? Insulin wirkt mästend. Unter seinem Einfluss legt der Körper neue Fettreserven an. Ein wenig stört den Kasper auch sein immer größer werdender Bauch. Doch hat der Kasper das Gefühl, er isst ja gar nicht wirklich viel. Es spielt nicht nur eine Rolle, wie viel, sondern auch wann man isst und vor allem wann nicht. Bei ständigem Naschen von Süßem und anderen Kohlenhydraten ohne Pause schüttet der Körper permanent Insulin aus. Aber eigentlich brauchen die Zellen Ruhephasen, um sich zu regenerieren. Die ständige Ausschüttung von Insulin kann bei Übergewichtigen der Beginn einer Zuckerkrankheit sein. Denn bei dem Überangebot sind die Zellen irgendwann überlastet und machen dicht. Sie reagieren nicht mehr auf Insulin und werden gegen das Hormon zunehmend unempfindlicher. Eine sogenannte Insulinresistenz entsteht. Von alledem kriegt Kaspar wenig mit. Noch fühlt er sich gesund und fit. Doch dauert es jetzt nicht mal mehr ein Jahr. Dann ist der Diabetes da. So kann es tatsächlich kommen, denn die Bauchspeicheldrüse versucht mit ständigem Insulinnachschub den Blutzucker in Schach zu halten. Aber das Insulin wirkt ja nicht mehr. Irgendwann ist die Bauchspeicheldrüse überlastet und so geschwächt, dass die Insulinproduktion zum Erliegen kommt. Die Folge: der Blutzucker steigt an. Der Diabetes ist da. Und die Moral von der Geschichte? Üb ab und an auch mal Verzicht. Genug Internet für heute? Oh nein. Denn hier bei Quarks könnt ihr ja beim Prokrastinieren etwas lernen. Also streng genommen prokrastiniert ihr gar nicht. Ihr könnt also guten Gewissens abonnieren oder euch hier weiter umsehen. Viel Spaß dabei.